Ach, um diese Parkplätze geht's. Melde, ich bin unterwegs zu euch zur Unterstützung. Perfekt für Channel 7 Gebäude. Sofort mit Parkplätzen für unser Unternehmen. Das kann ich leider so nicht bestimmen. Da müssen sie wahrscheinlich mit dem Bürgermeister reden. 15:02, ich weiß nur, dass man hier nicht parken darf. Darum ist ja auch nicht alles abgesperrt. Aber wenn das der Bürgermeister erlaubt, dann wird es sicher auch kein Problem sein. Nur leider kann ich das nicht entscheiden. Ich bin weder Dienstführende noch Bürgermeister. Okay. Mein Schatz. Mein Schatz. Ich glaube, wir sollten mal zum Arzt gehen. Ihr Rücken geht aber nicht mehr so gut. Ja, okay, trotzdem danke. Wenn wir uns mal an den Bürgermeister wenden. Wir können vielleicht auch ein Online-Gesuch auf der Seite von Herrn Bürgermeister machen. Vielleicht wird Ihnen das der Stadt gegeben. Ja, okay. Wahrscheinlich der beste Weg. Werden wir mal. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Wiederschauen. Tschüss. Okay, ich verstehe. Die Menschen hier, die halten Zettel immer nach links unten, ne? Ja, alles klar. Hab's im Griff. Also wie gesagt, die Herren, die irgendwie reden können. Ich habe aber das grundsätzliche Problem, was nützt es mir eigentlich, einen Ausweis zu kontrollieren, wenn da gar nicht drinsteht, wer das ist, so richtig? Also... Ja, weil er sich Agent nennt. Das ist natürlich ein RP-technisches Problem, weil diese Fraktion ist noch sehr neu auf der Insel. Mal schauen, wie lange die noch besteht. Weil die Aktion heute war sehr fragwürdig, weil sie ja quasi ohne irgendwelches RP direkt das Feuer auf uns eröffnet hat. Und mal gucken, wie lange das noch gut geht. So, aber das war ja jetzt der Agent B, der war ja beteiligt. Aber der war wohl schon tot und wurde wiedergeboren. Und dann ist genau. Und damit ist es ein anderer Agent B, also hat ein neues Leben. Mir das alles nur ein. Darum nennt man das auch New Life Regel, das wäre genauso bei Ihnen. Wenn Sie sterben und ein neues Leben haben, dürfen Sie natürlich nicht mehr zu der alten Situation dazustoßen. Genauso, wenn Sie im alten Leben irgendwas verbrochen haben, können Sie dafür natürlich im nächsten Leben nicht mehr belangt werden. Darum heißt es New Life. Ja, das ist schon klar, ne? Aber wäre er nicht gestorben, sondern nur wiederbelebt worden oder wäre ganz unverletzt herausgekommen, dann dürften wir ihn natürlich dafür verhaften. Und oh, was ist denn hier los? Ja, aber der war vorhin schon da, hab ich doch vorhin schon gesagt. Da hast du gemeint, Verzeihung, da haben Sie gemeint, dass soll sich die Feuerwehr drum kümmern, das ist nicht unser Ding. 5502, dann rufen wir mal die Feuerwehr. An 5502, wir haben mitbekommen, dass es Schüsse bei einer Tankstelle gibt, wir übernehmen. Ja, Chief Inspector, was soll ich machen? Bitte Standort mit. Ich werde jetzt die Feuerwehr alle machen, dass sie hier kommen, das abschleppen. Talos, Meldung Talos. Das würde über Telefon gehen wahrscheinlich, ne? Das geht über das Telefon. Aber nur mal wissen, vielleicht muss ich ja irgendwie mal, keine Ahnung, meine Mutter anrufen. Ihr sagt, dass ich hier einen ganz komischen Job habe. Ach du liebe Scheiße, Uri Geller ist da. Hello ist auch da, Mensch, lauter Prominent. Ja, Sie müssen nur auf, ja, auf das Z hab ich schon. Drücken. Ja, das dann haben schon. Sie da Ihr Telefon. Und dann haben Sie unten rechts Notruf und dann können Sie einen Text angeben und gehen dann entweder an den Sanitäter, an die Polizei, an den Staatsanwalt oder an den ADAC schicken. So. So, müssen wir warten, dass der ADAC oder die Feuerwehr das ist ein bayerisches Fahrzeug. Oh Gott, ich werd blind. Ja, diese Modelle haben wir auch in der Garage. Das ist ein Albtraum. Können wir auch ausparken. Mal gerade was gucken. Ist anscheinend ein Frauenauto. Das heißt ja anscheinend. Also Besitzer ist... Ja, es könnte ja auch ein Herr sein mit, ja, mit anderen Gefühlen. Ja, schön formuliert. Also Joni Dünst gehört das Fahrzeug. Kann der das einfach so stehen lassen? Können wir den nicht einfach festnehmen irgendwie? Das ist, ich meine, hallo? Ja, wie gesagt, wir warten jetzt auf, dass das Auto abgeschleppt wird und er muss ja dann die Abschleppkosten zahlen. Aber Straftat ist keine. Aber doch sicherlich eine Ordnungswidrigkeit. Truppen, die jetzt unterwegs sind.
Ja, das zahlt er natürlich dann auch, wenn er sein Auto wieder aufholt. 5001 meldet allein unterwegs mit Hunter. Kommen. Ja, geil. Ja, ich sag nix. 5502, Truppenstärke 2 Mann. Haben sie ja, kaputt gemacht. Ein Versehen. 5503, Truppenstärke 2 Mann. Kommen. 5504, Truppenstärke 2 Mann. Kommen. Zeus, 5501 von Zeus. Haben Sie sonst einen Kollegen dabei? Kommen. So, jetzt können wir nur warten, dass er kommt. Könnt ihr mal Straßensperre aufbauen? Nagelband? Nein, Straßensperre ist wieder was anderes. Aber ich habe keine mitgenommen, verdammt, ja egal. Stell mir keine auf. Hoffen wir, dass der ADAC gleich kommt. Zeus für 5502, kommen. Ja, oder Feuerwehr, wer halt kommt. Ich höre einen Helikopter, vielleicht sind die das ja. Das legen sie sich jetzt hin, ist ihnen schlecht geworden. Zeus hören? Ich übe nur. Ja, da kommt er. Der richtige 5501 wieder mit Partner vereint, treffen uns am Partner. Ende. Da will ich mir landen. Ah. Geht mal lieber weg. Kann man sich wieder hinknien? Ich hab's vergessen. Da ist auch die Duckentaste. Was machen Sie in dem Gebäude? Ja, ich schau mich mal ein bisschen um. Bin noch nicht mal raus. Drin. Ich schau doch nur, ob da vielleicht irgendwelche Drogen abhängen. Doch mal hier oder nicht? Okay. Weiterfahren. Oh. Kann der mal runterkommen? Ich habe leider keine Rauchgranate, würde ich ihn einweisen. Und das hier ist der ADAC? What the fuck? Ja. Hier drauf, Pannenhilfe. Moment mal, Sie sind sehr leise bei mir. Verstanden. Ach, Ohrenstöpsel, sehr Dank. So, guten Tag. Bitte Luftstreife einnehmen und auf Anforderungen. So, wir haben einmal hier dieses pinke Fahrzeug, das wir entfernen müssten. Und wenn Sie mal mitkommen. Verstanden. Der Richtung da hinten steht auch noch ein Offroader, ein Oranger, der müsste auch weg. Alles klar. Die Halter sind nicht mehr aufzufinden. Und die Fahrzeuge behindern hier den Verkehr. Wäre nett, wenn sie das entfernen könnten. Ich bin gerade ein bisschen da oben verwirrend rumgeflogen, weil ich jetzt nicht wusste, welcher hier zum Abschleppen da ist. Was ist denn hier mit dem, mit der Limousine? Nur der Pinke, der Orange ist unser Dienstfahrzeug. Alles klar. Der hat versehentlich wurde der falsch lackiert vom Hersteller, aber was soll man machen? Ja. Man nimmt, was man kriegt als Polizist. Alles klar, dann werden wir das erledigen und dann brauchen wir aber auch keine Hilfe mehr. Ja gut, dann fahren wir gleich alles weiter. Klar. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Herr Chief Inspector so, Rocktox. Aufsetzen, weiterfahren. Wenn die hier beim ADAC mit solchen Dingen, haben die vielleicht auch noch die 17-Bomber oder so? Ich meine, ich frage ja nur. Das ist ja Wahnsinn, was die für Gefährte haben. Wo haben die denn die ganze Kohle her? Was für welche? Was schreibt mich jetzt? Ja, das kriegen sie halt ja, gestellt. Ist klar. Das ist, ja. Die trügen bestimmt ihre Mitglieder alle. Wieso schreibt mir jetzt ein Giuseppe? Warum schreibt mir jetzt ein Giuseppe Morelli, dass wir Fahrzeuge nicht also beschlagnahmen sollen? Machen wir doch gar nicht. Wir haben extra zu ADAC gerufen, der das macht. Nee, und die brauchen auch diese großen Helikopter, die können unten ein Fahrzeug dranhängen, also quasi... Ja, ist na klar, ich verstehe das auch. Ein Abschleppwagen, puh, wir brauchen einen Abschleppwagen. Wir nehmen einen riesen verquickten Mohawk-Hubschrauber. In welchem Land bin ich nochmal? In Griechenland? Ist ja kein Wunder, dass sie kein Geld mehr haben. Ja, das ist der ADAC hier. Ach, Clark 201, so, sag ich nur, ey. Clark 201, sag ich nur. Clark 201.
So, wir werden jetzt mein Auto einparken und dann holen wir uns ein anderes Auto raus. Streifenwagen, der ein bisschen langsamer geht. So, sag die Kollegen, wir wechseln nur den Streifenwagen, damit der Konstabler mal fahren lernt. Mit der Sportlimo klappt das leider nicht so. Gab es da technische Probleme im Lager oder warum ist der Wagen in der Farbe? Das wissen wir selber nicht. Es waren wahrscheinlich irgendwelche, ja, Vandalen. Ach so. Ja, manchmal glaube ich, das Fahrzeug passt sich meinem Zustand an. Ich bin nämlich mal erschossen worden und seitdem bin ich so ein bisschen angepisst. Aber sonst ist alles gut. Ich warte. Ach so, ich dachte schon, ich. Wir können den SUV, also unser Fahrzeug, also nee, mach ich das ist jetzt wieder kaputt machen. Das ist jetzt hier nicht zufällig eine Tretmine oder so. Nein, das ist nur Beleuchtung. Vorsicht, Jungs, hier packe ich eine Limousine raus. Fahr da weg! Gott. Mein neues Auto. Herr Chief Inspector. Was? Jetzt hat sie nicht mehr rausgepackt. Meine Güte. Ich sage ja noch, ich möchte was einparken. Packen Sie es doch ein, müssen Sie doch nicht. Können Sie ja vorher warnen. Den Weg fahren. Wir wollen unseren Streifendienst losfahren. Ach, schauen Sie mal, die Bemalung ist schöner als die Ihre, oder? Da waren echt Spray in der Polizei. Versuchen wir das gleich nochmal. Was ist das denn? Da waren echt Vandalen in den Garagen drin. Wie geht das denn? Ja, keine Ahnung. So, zumindest wird die Garage gerade wieder nicht heraktox. Ah! Da, jetzt haben sie ja, und Auto. Jetzt wird's gleich wieder reingestellt. Schnell geputzt vom Praktikanten. Ach. Wenn sie schnell sind, nicht. It's magic! Ja, der SUV ist dann auch weg, ne? Ja, der SUV ist auch weg, so wie es aussieht. Wie? Ja, warum ist der weg? Ja, weil alles mit doch noch eingeparkt wird, Herr Doktox. Packen Sie mal Ihre Limousine ein, in 10 Minuten ist die weg und dann packen wir wieder was aus. Ach, diese Garagen, ey. Wir müssen denn wirklich aufhören, den Leuten was zu bezahlen, die in den Garagen arbeiten. Die haben es gar nicht verdient. Ja, die wollen mir nicht mal mehr sagen, was für Autos ich habe. Faules Gesindel. Okay, ich mache mir in der Zwischenzeit einfach warme Gedanken. Ist auch schön. Schon wieder Vandalen! Jetzt geht's. Schauen Sie sich das an, ist das nicht ein hübsches Teil? Dann fahren Sie nicht los, wir wollen auch wieder auf Streife fahren. Wo ist eigentlich mein Praktikant? Der hier? Constable. Na, da drüben steht er. Wo soll ich denn? Ich beschäftige gerade mit mir selber. Ich alle ein bisschen, ich bin ja so ein künstlerisch begabt und so. So, jetzt unser Polizeiauto da. Das ist jetzt unseres, ja. Ja. Das ist jetzt ein BMW. Oder man auch sagt, bayerischer Mistwagen. Ach, ich bin so ein begnadeter Künstler. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen gemalt. Weil man muss sich ja so ein bisschen beschäftigen und so, man muss ja auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Kultur und so ist wichtig. Reifen aufwärmen. So, die Information, der hat jetzt hier eine deutlich bessere Bremse, auch nicht so eine hohe Beschleunigung. Er hat nur einen schlechten Schwerpunkt, heißt nicht zu schnell in die Kurven gehen, sonst liegt er auf dem Dach.